Hallo und herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz der U19-Europameisterschaft 2016 in Deutschland. Insgesamt wurden bereits mehr als 140.000 Tickets für das Turnier verkauft. Damit ist es die größte U19-EM aller Zeiten. Gestern fanden bereits die Pressekonferenz in Gruppe A statt. Heute folgen die Medienaktivitäten für Gruppe B. Dazu begrüße ich ganz herzlich neben mir den Trainer der französischen U19-Nationalmannschaft, Herrn Ludovic Batelli. Mr. Batelli, I would like to welcome you in Germany. We are very happy that you are here and I wish you good luck for the tournament. Thank So, you. the first question, unsere erste Frage an Herrn Batelli. Die Franzosen starten morgen am Dienstag 19:30 Uhr in Heidenheim gegen England in das Turnier. Herr Batelli, was haben Sie sich für das Spiel vorgenommen und mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Spiel? Oui, est-ce que vous êtes impressionné et qu'est-ce que le début pour le premier match de l'Euro? Est-ce qu'on est impatient? Impressionné, oui. Impatient. Oui, on se prépare depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que le groupe est ensemble et on a vite envie de rentrer dans la compétition demain soir. Er sagt, dass er seit 3 Wochen zusammen mit der Mannschaft sich darauf vorbereitet und die Vorfreude sehr groß ist und die natürlich sich vorgenommen haben, zu gewinnen und in die nächste Runde zu kommen. Vielen Dank dafür. Ich höre gerade, dass sich ein Journalist inzwischen zugeschaltet hat. Wir würden jetzt die Möglichkeit einräumen, Ihre Fragen zu stellen. Wir beginnen mit Birgit Vetter, der sich aus Hamburg gemeldet hat. Hallo, Herr Vetter. So, musst du das Mikro erst anschalten. Hallo an alle Anwesenden, hallo Herr Batelli. Erstmal eine recht einfache Frage. Was sind so die wichtigsten, die Schlüsselspieler in Ihrer Mannschaft, auf die die Zuschauer ganz besonders achten sollten? Il a demandé qui sont les joueurs spéciaux qu'il faut regarder vraiment, qui fait le match, qui sont oui, les plus importants oui, pour le match. Dans mon équipe. Oui. L'équipe, c'est d'abord un collectif. Et bien sûr qu'on a des individualités au poste. On a des joueurs très intéressants dans chaque ligne. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs à ressortir de cette équipe. J'espère que ce sera simplement, comme notre tour élite en Serbie, un collectif qui sera très performant. Er sagt, dass es aktuell nicht einen Spieler wirklich gibt, der heraussticht oder den man besonders hervorheben kann. Für ihn ist es eine sehr starke Mannschaft und er wünscht sich halt auch wie in Serbien, dass eben zusammen als Mannschaft dann die größtmöglichen Erfolge erreicht werden. Die Nachwuchsarbeit in Frankreich gilt ja als besonders vorbildlich, besonders gut. Führt das auch zu einem besonders starken Druck? Also haben die Leute eine besonders starke Erwartungshaltung an Sie? Il a demandé en France on fait un bon travail dans, oui, avec la jeunesse et en fait est-ce qu'il y a maintenant oui, des pressions sur toi à cause du bon travail en France? Non, effectivement, on travaille au niveau de la formation depuis quasiment 40 ans en France. Et donc, on a un système de formation qui est très, très performant. Donc, effectivement, il y a toujours une attente autour de l'équipe et de la performance qu'elle va pouvoir faire. Nous, aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'essayer d'aller dans le dernier carré. Voilà, c'est l'objectif avéré. Donc, on va déjà bien débuter ce premier match, on l'espère, contre les Anglais. Mais on va faire comme en Serbie, on se prend pas la tête. On prend match après match. Et le match le plus important, c'est le premier match contre les Anglais. Et une fois qu'on l'aura joué, on passera à autre chose. Er sagte, dass bereits schon seit 40 Jahren ein sehr gutes System in Frankreich ist und dass es deswegen auch immer wieder Erwartungen gibt.
daran hat sich nichts geändert und er möchte einfach nur zu den besten vier gehören und vor allem für heute möchte er gerne die Engländer kontrollieren und er denkt von Spiel zu Spiel und hält somit den Druck unten. Wenn Sie einen Spieler aus der deutschen Mannschaft zum Franzosen machen könnten, welchen hätten Sie dann gern? Il a demandé s'il y a un joueur dans l'équipe de l'Allemagne que tu peux faire en français, c'est qui? Un joueur allemand, si tu peux faire en français, tu peux changer par exemple. Prendre un joueur allemand par rapport à un de mes joueurs français? Non, pas pour changer, mais que si tu peux prendre un allemand, c'est qui? Alors aujourd'hui, je vais être très honnête. On a joué un tournoi en Allemagne en novembre, donc on a vu beaucoup de joueurs, puisque dans les trois matchs, les Allemands ont utilisé quasiment une équipe différente. Et aujourd'hui, je me suis focalisé exclusivement sur mes trois futurs adversaires, c'est-à-dire l'Angleterre, la Croatie et les Pays-Bas. Et aujourd'hui, l'équipe d'Allemagne, je ne la connais pas beaucoup, parce que je ne l'ai pas observée. Et si on a le bonheur d'aller dans le dernier carré et donc de jouer des équipes de l'autre poule, là on commencera à s'intéresser aux adversaires de l'autre poule. Mais dans l'autre poule, on a joué l'Allemagne et on a joué l'Italie, donc on les connaît un petit peu. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, l'objectif numéro un, c'est les équipes de notre poule. C'est le plus important. Also dadurch, dass die Deutschen nicht in unserer Gruppe sind, hat jetzt den Fokus auf keinen einzelnen Spieler in der deutschen Mannschaft gelegt. Er hat eher die anderen Mannschaften aus unserer Gruppe sich angeschaut und von daher kann er jetzt keinen Spieler sagen, wen er da jetzt gerne haben möchte, weil er die nicht kennt. Okay, verständlich. Eine etwas emotionale Frage. Haben Sie gemeinsam mit der Mannschaft das Finale der Erwachsenenmannschaft geguckt und wie ging es Ihnen da und was nehmen Sie daraus für Ihr eigenes Turnier mit? Une question émotionnelle. Est-ce qu'on a vu hier le match de l'Euro des grands ensemble et comment c'était pour nous après? Et qu'est-ce que tu peux prendre pour toi de ce match? Alors effectivement, on a regardé tout le staff et tous les joueurs, on a regardé ensemble bien sûr cette finale que l'on a malheureusement perdue. Donc on était très déçus. J'ai vu aussi certains joueurs très 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 abattus. Voilà, parce qu'on voulait vraiment gagner cet euro chez nous. Maintenant, j'espère que cette émotion négative, cette frustration va se transformer en énergie positive sur le terrain pour nous. Ja, wir haben alle zusammen das Finale geschaut. Und die Stimmung danach war sehr bescheiden, die Spieler waren niedergeschlagen. Und jetzt versuchen wir natürlich, die negative Stimmung und die Emotionen umzuwandeln ins Positive und wollen dann es halt eben besser machen. Vielen Dank soweit. Eine Standardfrage hätte ich noch zum Ausgang wieder, die man wohl jedem stellen muss. Haben Sie einen Favoriten für dieses Turnier? Also eine Mannschaft, von der Sie ausgehen, die wird es machen. Est-ce que vous avez un favorite? Pour cet euro? Oui. J'espère la France. Après, faut pas oublier qu'on joue dans notre poule les deux finalistes, les finalistes de l'Euro U17 il y a deux ans. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde l'année dernière U17, mais comme l'équipe de Croatie est constituée d'une grande partie de joueurs nés en 1998, donc ça prouve toute la richesse et la qualité de la poule. Donc déjà pouvoir sortir de cette poule, ça nous permettrait peut-être déjà de dessiner un favori, même si dans l'autre poule il y a également des équipes de grande qualité. Natürlich ist Frankreich unser Favorit.
Er betont aber auch, dass die Gruppen sehr stark sind und dass zum Beispiel auch die Kroaten einen sehr guten Jahrgang haben, dass man das alles gar nicht unterschätzen kann, dass jede Mannschaft seine Qualitäten hat. Und wenn Frankreich bereits schon aus der Gruppe rauskommt, dann ist das schon ein sehr großer Schritt in Richtung Ziel, dem EM-Finale. Dann sage ich vielen Dank soweit, wünsche Ihnen viel Erfolg. Und mit Kroaten, die große Mannschaften aus dem Turnier schießen, haben wir Deutschen auch unsere Erfahrung. Herr Vetter, ja auch vielen Dank an Sie. Uns hat noch eine Frage aus dem Social-Media-Bereich erreicht, auch von unserem Facebook-Kanal. Und zwar fragt dort eine Userin, ob denn das französische Team Zeit hat, sich ein paar Sehenswürdigkeiten hier in der Region anzuschauen, ob sowas geplant ist. L'équipe de France a le temps pour visiter la ville, voir des monuments? Malheureusement non. Pourquoi? Parce que on joue tous les trois jours et jouer tous les trois jours nécessite beaucoup de récupération, beaucoup de travail pour préparer le match suivant. Les joueurs sont concentrés exclusivement sur leur objectif premier, c'est-à-dire gagner les matchs, match après match. Donc à partir de là, on n'est pas venu pour faire du tourisme. On est venu simplement pour gagner une compétition, avec tout ce que ça comporte en termes de sérieux, de rigueur et de temps passé sur le terrain et pour la récupération. Er sagt, leider hat die Mannschaft keine Zeit, denn alle drei Tage ist ein Spiel und das braucht natürlich viel Vorbereitung und Nachbearbeitung auch. Das Team soll sich komplett fokussieren und konzentrieren auf die Spieltage und auf das Ziel Nummer 1, und das heißt gewinnen. Und von daher sind sie keine Touristen hier, sondern gehen die Sache relativ sportlich und fokussiert an. Sehr gut, dann vielen Dank. Ich darf mich im Namen der UEFA, des DFB und der französischen Nationalmannschaft für Ihr Interesse bedanken. Es geht auch bei uns gleich weiter mit der nächsten Pressekonferenz, die dann 15 Uhr stattfindet. Dann wird England zu Gast sein und dem französischen Team wünschen wir bei der Euro natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Merci. Danke.